Hallöchen, Popöchen und willkommen mit Stets auf Zack, auch Huckepack. Und wir sind wieder mit Guldboss 2 unterwegs. Und zwar haben wir immer noch die Quest mit dem Einwohner von Ebenfalke, wo wir natürlich hier die Papaganda der Separatisten. Oh, war das eine Geburt? Bilder hier abreißen müssen. Und die Einwohner sozusagen von Tür zu Tür da eines Besseren belehren. Ja, ich denke mal, wir machen uns hier mal auch auf den Weg hier und gucken mal, wer als nächstes hier wieder durch die Gegend umherschreit und wo noch weitere Plakate sozusagen sind, die wir hier entfernen müssen. Die Separatisten haben recht. Wenn wir den Vertrag unterschreiben, verraten wir unser Erbe. Kein Abkommen, nicht heute und nicht morgen. Natürlich. Also ist ein praktischer immerwährender Belagerungszustand lieber schon verstanden. So habe ich das nicht gemeint. Also wenn ich die Wahl zwischen Krieg und Frieden hätte, würde ich die Frieden wählen. Dank des Vertrags packen die Schar ihre Sache und ziehen ab. Überlegt es euch nochmal einmal. Der Vertrag bringt doch auch Vorteile. Natürlich. So. Hallo, Bürger. Mögen die Sechs euch behüten. Ja, danke. Die Sechs. Wer immer auch diese Sechs sein sollen. Kein Plan. So, da oben ist noch ein weiteres Plakat. Wie komme ich denn da hin? Ach, muss ich hier so ein Fass hochklettern? Den auch noch. Jetzt müssen wir auch noch hier einen Cliffhanger spielen. So, da haben wir das Ding abgerissen. Zack. Und werden hier mal weitersuchen, wo hier noch weitere sind. Da ist eine Tür. Wollen wir mal klopfen? Ich glaube, das ist... Ja. Siehst du? Au, wo kommt der denn her? Die Wut ist mein... Das wäre natürlich dann die dritte Möglichkeit, um diese Quest zu absolvieren. Niemand sagt uns, was wir zu tun haben. Von wo kam das? Von wo kam das? Ach, da ist die Separatistin. Komm her hier. Sieg den Separatisten! Niemand sagt uns, was wir zu tun haben! Wie kann die Königin nur mit dem Schar Frieden schließen? Das ist doch nur ein Trick von ihnen. Das muss ich euch doch klar sein, oder? Interessante Theorie. Woher wisst ihr das? Ich habe das Gerede in den Schenken gehört. Nachdem der Vertrag unterschrieben worden ist, werden uns die Schar alle im Schlaf meucheln. Und ihr glaubt also alles, was man sich so in der Schenke erzählt. Aber warum sollte die Schar erst den Vertrag unterzeichnen und ihnen dann wieder brechen, wenn sie noch... Ja, da wird's unterbrochen. Weiß nicht. Das ergibt wohl erst nach ein paar Krügen Bier einen Sinn. Ich muss erst einmal meinen Kopf frei bekommen. Macht das... Passt auf euch auf. So, da haben wir natürlich eine weitere Separatistin, hoffe ich mal, von ihren Zweifeln befreien können. So, hier ist noch ein so ein Ding. Hier müssen wir mal rufen. So. Und abreißen. So, da ist auch schon das nächste Teil. Das läuft ja wie geschmiert hier. Schnell abreißen. Und... Guck mal, da läuft schon der nächste Separatist. Komm her hier, Separatist. Hallo. Ich hörte Gerüchte, dass die Schar die Diplo... Die Schar sind erst zufrieden, wenn wir alle tot sind. Sieg den Separatisten! Dass die Schar die Delegation der Menschen ermorden und dann in Ebenfalke einmarschieren werden. Wir müssen die Schar töten, bevor sie uns töten. Seltsam, ich hörte das Gerücht, dass die Schar den Vertrag unterzeichnen, weil Ebenfalke den Schar auf ganzer Linie besiegt hätte. Hä? Von diesem Gerücht habe ich noch nie etwas gehört, wirklich. Dann denk mal drüber nach. Die Schar sind stolzes Volk und werden nicht gehen, wenn sie dabei nicht ihr Gesicht wahren können. Der Vertrag gibt ihnen eine Gelegenheit dazu.
Nun, das ergibt weitaus mehr Sinn als eine Armee, die plötzlich aus dem Nichts auftaucht und den Ebenfalken einmarschieren soll. Natürlich. So, den Bürger haben wir natürlich auch von seinen Zweifeln befreit. Jetzt reißen wir hier noch schnell die drei Dinger hier ab. Und dann dürften wir die Quest auch bald erledigt haben. So, fällt ja nun mal nicht mehr viel. Ist hier eigentlich noch eine Tür, wo man anklopfen könnte? Wir sind ja schon bald hier fast rumgelatscht. Ich guck mal hier. So. Ach, da oben hängt auch noch so ein Ding. Können wir ja auch noch mal schnell die Treppe hoch. Da ist der Feind. Wie, da ist der Feind. Alter, wo kommen die denn her? Fresst Schmerz. Fresst Schmerz. Ich werde euch gleich helfen hier. So. Schluck dein Schmerz selber. Bittere Medizin. So. Damit haben wir die Quest erledigt. Ging eigentlich schneller als ich dachte. Gucken, ob hier oben noch was ist. Hier ist noch eine Tür. Wollen wir anklopfen? Klopf, klopf. Haha. Überraschung. Wir haben zwar die Quest gerade erledigt, aber wir nehmen den noch mit. So. Der sah so ein bisschen einsam aus. So. Können wir hier eigentlich... Ich weiß gar nicht. Wir rennen hier so die Dächern entlang. Guck jetzt mal auf die schlaue Karte. Wo wir jetzt eigentlich als nächstes hingehen können. Ja, wir haben jetzt eigentlich hier in Ebenfalken Festung, hier in diesem Fort, alles abgearbeitet soweit. Wir haben jetzt hier die Fertigkeiten, die Questen haben wir auch erledigt und können jetzt eigentlich mal den Verarbeiter Baslo helfen. Und können ja da mal weiter gucken. So. Wir haben hier Post. Gefallene Engel Makaila, Entschuldigung. Unbeaufsichtigtes Feuer. Königin Jena hat in ihrer Weisheit vorausgesagt, dass wir in dieser Übergangsperiode in unserem Verhältnis zu den Schah Hilfe brauchen würden. Aber ich wage zu behaupten, nicht einmal unsere Königin hätte erwartet, dass sie Hilfe von jemandem wie euch kommen würden. Jemanden, der nicht hier lebt und dennoch den Schaden erkennt, den eine Vernachlässigung dieser sozialen Spannung verursachen könnte. Ich glaube fest daran, dass gute Taten belohnt werden sollten und so hoffe ich, dass ihr diese kleine Dankeschön von mir im Namen der gefallenen Engel annimmt. Ja, wir nehmen mal das Geschenk an. Wir sind ja liebensgewürzig. Ja. So. Und. Wie, wo ist der Feind? Hier sind keine Feinde. So. Wir sind ja jetzt hier fertig und werden jetzt mal zu der nächsten Quest marschieren. Die Char sind erst zufrieden, wenn wir alle tot sind. Sieg den Separatisten! Du müsst doch normalerweise aus euren Fehlern gelernt haben. Niemand sagt uns, was wir zu tun haben. Die lernt's auch nicht. Sieg den Separatisten! Niemand sagt uns, was wir zu tun haben. Die lernt's nicht. Die lernt's nicht. Die lernt's wirklich nicht. Ich hab den doch vorhin von eines Besseren belehrt, aber nein. Die Separatisten müssen ja unbedingt, ne? Naja, sind halt Separatisten. Verdächtige Ratte, wo kommt die her? Ja. So. Dann werden wir jetzt mal hier zu der nächsten Quest hinmarschieren und gucken, was da wieder Spannendes auf uns wartet. Schwarzflügel-Ausgrabungen zu kümmern. Aha. Hier sind aber ganz schön... Ach, da oben. Wie kommt denn da hoch? Muss ich hier hochklettern? Hätte man mir auch Feuer sagen können. Jetzt komme ich hier noch nicht mal hoch. So. Hier steht auch schon der Vorarbeiter Baslo.
Guten Tag, Baselo. Unglaublich, wie viele sich seit Beginn des Waffenstillstands verändert hat. Ich für meinen Teil ziehe den Frieden vor, aber wir haben uns so sehr an den Krieg gewöhnt. Dieser Wandel wird für uns eine schwierige und harte Zeit werden. Ja, wie kann ich helfen? Der Krieg hat einige der Arbeiter hier einen Grund für ihre Arbeit geliefert. Ohne ihn sind sie einfach nicht so motiviert. Hinzu kommt noch, dass sich hier das Ungeziefer ausgebreitet hat, weil jetzt Ruhe und Frieden herrscht. Ja, das habe ich gesehen. Hier sind überall Ratten unterwegs. Ganz viele Splinters. Wie kann ich die Arbeiter motivieren? So. Wenn ihr irgendjemand untätig herumlungern seht, dann... herumlungern steht, dann erinnert ihn daran, dass immer noch Arbeit vor uns liegt. Für ungewöhnliche springen sie auf, wenn sie bemerken, dass sie jemand beobachtet. Aha. Haben wir eigentlich schon jemanden gesehen, der hier so dumm rumsteht? Ach, da vorne. Fauler Bergarbeiter. Schön. Gut. Der Krieg hat einige Arbeiter, bla bla bla, das haben wir ja schon gelesen. Wir wissen, was zu tun ist und werden uns mal an die Arbeit machen. Au, das hat wehgetan, die Knochen haben geknackt. Maria Nex ist im knackigen Alter, heute knackt's hier, morgen knackt's da. So, beweglicher Felsen. Aha. Okay, das ist auch eine der Möglichkeiten, wie wir die Quest absolvieren können. Ich versuche immer so ein bisschen verschiedene Facetten zu zeigen, wie wir die Quest sozusagen erledigen können. So, was ist das hier? Das ist ein Stein. Was können wir mit dem Stein machen? Gar nichts, wa? Ja, gut, den können wir wegfeuern. Ich bin hier noch ein bisschen verkrüppelt. So, hier ist ein fauler Bergarbeiter. Jetzt werden wir den mal anquatschen hier, wa? Siehst du? Und schon ist er motiviert und geht an die Arbeit, die faule Socke. Ja, lauf, lauf und arbeite, mein Guter. So, da sitzt die nächste auch schon wieder faul rum. Sonne scheint noch nicht. So, gut, das ist die nächste. Ist hier auch, hat sich hinter auch einer versteckt? Oh, guck dir das an, hier versteckt sich einer hinterm Pfahl sogar. Gibt's denn sowas? Beweglicher Felsen. Das ist wieder so ein Felsenmonster. Den werden wir mal hier gleich... Ach, ein Skritt kommt diesmal raus. Okay. Wo kommt jetzt die Fledermaus her? Oder Felsfledermaus? Weiß keiner so genau. Okay. Da ist wieder ein Event oder Quest in der Nähe. So, ich würde jetzt aber nicht so weit nach vorne gehen, sonst, glaube ich, verschwindet meine... Ach, da vorne ist noch so ein Fauler. Sonst verschwindet da meine Quest wieder. So. Ach, wir können doch weiter nach vorne treten. Okay, gut. Die sind hier wohl überall verteilt. Dann hat die Quest ja eine ziemlich große Reichweite. Und da vorne ist schon wieder so ein Eventmerkmal, wo wir wieder bestimmt wieder was eskortieren müssen. Die Fledermaus stört mich gerade ein bisschen. Ja. Boah, wo kommen die denn auf einmal alle her hier? Greifst du einen an, kommen sie in Schaden hier oder was? So kann man die Quest natürlich auch, beenden. Ich wollte das gar nicht. Pole mit Blut. So, jetzt wollte ich aber erstmal hier mal den Schneeleopard mal sehen, wie das aussieht. Die Geburtsstunde des Schneeleoparden. Wow, liebe Freunde, das sieht ja wohl mal Hammer aus, oder? Oder was sagt ihr dazu? Das ist ja wohl mal richtig Hammer.
Der Schneeleopard. Nette Verwandlung, muss ich sagen. Was hat er für Fähigkeiten? Oh. Alter. Ja. Der macht schon was hin. So, da greift mich schon wieder das nächste Vieh an. So, fall um. Was für Ogre? Wir haben jetzt keine Zeit für deine Ogre. Ich muss hier erstmal die faulen Bergarbeiter hier. Siehst du, da bin ich schon zu weit weg hier. Die Vorhut greift die Pioniersenker an. Schnell, helft ihr, die Ogre zu vertreiben. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss meine Quest erstmal hier machen. So, hier ist noch ein Speer. Den können wir auch mal mitnehmen. Auch wenn die Char sich von Ebon Falkes Mauern zurückgezogen haben, haben die Ogre die Ruhe genutzt, um Lager in freien Gebieten aufzuschlagen. Wir versuchen, durch die Pioniersenke vorzurücken, um die Ogre am Faulbergkral aufzuhalten. Es ist eine blutige Angelegenheit und wir wären für jede Hilfe beim Zurückdrängen der Ogre dankbar. Ja, Jans. Zustandsverursachte bla bla bla. So. Wo haben wir noch faule Bergarbeiter? Ich sehe hier gar nichts mehr. Ach, da oben ist noch einer. Fauler Bergarbeiter. So, dann werden wir den mal wachrütteln hier. So. Geh an die Arbeit. So, wir haben ja die Quest hier fast abgeschlossen. Wie man so schön sehen kann. Aber irgendwie fehlt es hier an faule Bergarbeiter. Oder wir müssen noch ein paar Monster hier killen. Das können wir natürlich hier auch tun. Was, kommt da keiner raus? Da kam jetzt überhaupt keiner raus. Na gut. Übergeredet. So, dann werden wir mal hier die Fledermäuse mal schnell einüberbraten. Das gibt mich dann auch hier Erfüllung unserer Quest. Du musst gar nicht abhauen. Kommst trotz all dem dran. So, jetzt kommt ein Skript raus. Schnell tot machen, ja. Ha. Siehste. Und gleich haben wir unsere Quest erledigt. Bergarbeiter, Begrabarbeiter. Bergarbeiter, Bergarbeiter, Bergarbeiter. Flächendecken, Flächendecke. So, da werden wir uns mal den letzten faulen Sack da hinten hier widmen. Und dann, denke ich mal, haben wir die Quest auch erledigt. Jo. Damit haben wir eine weitere Quest mit Bravour gemeistert. So, mal gucken. Vorarbeiter Baslo, seid wie Eisen. Die Bewohner von Ebenfalke kennen seit Jahren nur den Krieg. Ich selbst wurde mitten hineingeboren. Meine Familie entriss dem Boden das Eisen, damit Handwerker es zum Hämmern benutzen konnten, zum Verstärken oder um es zu Waffen zu schärfen. Entschuldigung. Wir selbst und alles, was wir hatten, wurden dem Krieg geopfert. Im Frieden müssen wir nun eine neue Verwendung dafür finden, genau wie für uns selbst. Dass unsere ausgerechnet jemand Fremdes zeigen muss, wie wichtig es ist, vielseitig zu sein. Eisen kann neu aufbauen, Soldaten können trösten, Reisende können der Stadt helfen, ihre Wurzel zu finden. Aber sofort werde ich versuchen, so vielseitig zu sein wie Eisen, stets die Form anzunehmen, die gebraucht wird. Dank, dass ihr uns das klar gemacht habt, Vorarbeiter Baslo. Ja. Natürlich, Baslo. Haben wir doch gern getan. Und wir kriegen wieder über ein Silber. Wäre ja mal schön, wenn man hier irgendwie Gold kriegen würde. Also nicht immer nur Silber, sondern auch mal Gold. Ich weiß nicht, wie das ist nachher in höheren Questen. Ob das nachher mehr wird, aber ich glaube nicht.
Wenn ihr natürlich es besser wisst, schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob man natürlich auch mehr Belohnung kriegt als nur Silber. Würde mich echt mal interessieren. So. Wir gucken mal wieder auf unsere schlaue Karte. Wir haben hier noch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit, die wir eigentlich auch noch holen können. Könnten wir aber eigentlich auch in der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt erstmal an dieser Stelle ein Aufnahmepäuschen machen und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao. Bis dann.